So, da bin ich wieder. Aus der Einzelhaft entlassen. Ja, ich war lange nicht da, ne? Fast ein Jahr. Wir haben 2024. Wir haben nämlich den 9. Januar 2024. Und ich dachte mir, wir fangen den Januar mal ganz klassisch an mit was ganz Besonderem. Eine Zigarre, die ich persönlich. Ich liebe die Zigarre. Man kann die Zigarre nicht lieben. Es ist eine Premium-Zigarre, es ist eine kubanische Zigarre. Preislich auch sehr, sehr hochpreislich. Und ich kann sie jedem empfehlen, der sagt, okay, ich kaufe jetzt mal eine Uhr weniger oder die Ferrari, ne? Die leasen gerade diesen Monat, die kriege ich auch weg, wenn ich mal Trockenboden Reis esse. Es handelt sich nämlich um die Quintero. Die kostet irgendwie 2 Euro, 2,30 Euro oder so. Die Robusto gibt es nicht mehr, habe ich mir sagen lassen. Natürlich ein bisschen blöd für Leute wie mich. Das war immer so der Go-to-Smoke, ne? Was das. Ja, billiges Segment Kubas, aber auch eigentlich zuverlässig. Klar, hier und da hat man wie immer bei Kuba ein paar Zigarren, die nicht gut gerollt sind, angeht. Eine super Zigarre, die, wie gesagt, ich jedem empfehlen kann. Und wenn ihr Bock habt, die gemeinsam mit mir zu rauchen, dann könnt ihr das gerne tun. Während ich euch dann mal erzähle, warum ich jetzt so lange weg war, ne? Wie die Einzelhaft so war, wie ich umgebracht habe, ne? Warum ich im Knast war. Natürlich war ich nicht im Knast, ne? Ist klar. Ich bin ein schlauer Bursche. Aber ich habe was anderes gemacht. So ein halbes Jahr lang ungefähr. Und man darf nicht vergessen, ich habe noch eine Frau und hatte eine Katze. Und die erfordern viel Zeit, Geld, Liebe und Aufmerksamkeit. So, dann stellen wir uns natürlich die Frage, wie schneiden wir die Zigarre an? Klassisch. Ganz normalen Schneider. Ich habe jetzt noch zwei gefunden. Übrigens, das Video ist nicht mit einem Stativ aufgenommen, denn was macht man in so einer YouTube-Pause? Also ich habe weiter Zigarren geraucht, das ist klar. Aber ich habe keine Videos mehr gemacht. Ne? Man leiht sein Stativ bei irgendwelchen Freunden. Da kommt man wieder. Außer Pause denkt sich, ja, heute habe ich Bock auf ein Video. Ist gute Zeit, gutes Wetter, minus 5 Grad. Und da sucht man die ganze Bude ab nach dem Stativ, die ganze Wohnung. Ich habe viel gefunden, aber kein Stativ. Deswegen jetzt back to the roots, old school, ohne Stativ. Ihr liebe Freunde steht gerade auf dem Regal. Ich sitze wie immer auf der wunderbaren Couch. Und ja, gucke jetzt quasi nicht mehr ins Stativ mit einem Monitor, wo ich sehen kann, ob das Video scharf ist oder nicht. Wo ich sehen kann, wie lang das Video läuft. Wo ich sehen kann, ob die Tonlage gut ist. Ein Analyseprogramm quasi. Jetzt habe ich einfach nur mein Smartphone und meine Couch. Ja, und das Bild. Deswegen fangen wir am besten mal an. Einfach back to roots. Folgendes. Wir schneiden diese Zigarre natürlich wie immer an. Für die, die vergessen haben, wie man Zigarren anschneidet, am Ende habt ihr die Schulter der Zigarre vor, nennt sich auch der Fuß der Zigarre. Ne? Der Ding war nicht offen ist. Ne? Und dann nehmen wir uns einfach so einen Millimeter ungefähr, ganz klein, ganz fein und schneiden einfach irgendwie ab. Und haben dann einen sehr guten, wir sind so beinahe profiguten Cut, der ein bisschen schräg geworden ist, aber ist ja nicht schlimm. Gut, anmachen tun wir die Zigarre wie herkömmlich ungewöhnt. In alter Fashion nicht mit Gas, sondern mit Benzin. Weil ich toaste die ja vorher nicht. Ne? Das ist ja nicht meine Art. Ich bin ja hier in keiner feinen Zigarrenlounge, ich bin zu Hause. Ich ziehe mein Ding einfach rein. Vorteil vom Zippo: Das Ding ist direkt an. Beim Toasten dauert mir zu lang. Wenn ich zu Hause bin, einfach mal einen kurzen Smoke, das ist ja eine halbe Stunde Smoke maximal, rauchen möchte. Ne? Ah, herrlich. Feinstes kubanisches Aroma. So, wo war ich denn nun? Ne? Ich, wie ihr gleich sehen könnt, habe ein kleines Abenteuer erlebt. Ne? Ich war mal ganz kurz unterwegs in fast Einzelhaft. Ich war bei einem Verein oder einem Unternehmen, ne? Das sich die Deutsche Bundesherrschaft. Da war ich dann mal kurz, ein halbes Jahr. Man muss halt immer rechtzeitig abhauen, wenn man da nicht lange bleiben möchte, wenn man die Qualifikation nur für andere Sachen braucht.
oder einfach mal auf die Hose machen möchte, ah, krasser Krieger, dann muss man nicht lange bleiben. Ne? Dann kann man auch einfach vor den 6 Monaten Probezeit einfach jederzeit gehen. Was habe ich da gemacht? Ich habe da Qualifikationen erworben. Ne? Bisschen Spaß gehabt mit den Jungs. Wald und Wiese. Eine Grundausbildung habe ich gemacht. Die 3 Monate. Eigentlich waren es so 2 Monate, ein paar Wochen. Ich hatte ein Glück mit der AGA, der Grundausbildung. Die war, wann habe ich angefangen? Letztes Jahr im April. 1. April. Ja. Hat auch Spaß gemacht. War jetzt nicht so eine typische, wie man das kennt aus dem Internet, so eine Larifari-Grundausbildung mit Kameras, die einen begleitet haben. Es war niemand dabei, der gesagt hat, hey, lass nochmal kurz anlaufen, ne, lass nochmal in die Stellung legen, damit es für die Kamera gut aussieht. Das war nicht der Fall. Es war eine ganz normale Grundausbildung. Es gab sehr wenig Sport. Ihr müsst euch vorstellen, das ganze Ding ist aufgeteilt. Ne, für die, die es nicht wissen, die Bock drauf haben, mich bei einer Zigarre zu begleiten und sich diese Story anzuhören. Die ist übrigens scheiße, ne? Also müsst ihr euch vormachen. Das Ganze ist so. Bewirbt sich immer bei der Bundeswehr, machst dann so ein, zwei Gespräche, sammelst Pakten zusammen. Das ist quasi wie wenn ihr Bürgergeld beantragen wollt. Ne? Müsst ihr auch ein paar Dokumente zusammentragen. Aber macht mehr Spaß als Bürgergeld, kann ich jetzt schon sagen. Ich kenne Leute, die es machen. Der Harzer, ne? Und ich glaube, die haben nicht so viel Spaß im Leben. Zum einen ist es besser bezahlt. Ihr könnt euch da aussuchen, also ihr werbt euch, ihr könnt euch aussuchen, 2 Sachen könnt ihr machen oder in der Bundeswehr 2 Sachen. Ihr könnt den freiwilligen Wehrdienst leisten, macht aber keinen Bock. Oder ihr könnt den SAZ, ne, den Soldaten auf Zeit oder auch mal Zeitsoldat genannt machen, da kriegt ihr ein bisschen mehr Kohle, ist fast ein Taui mehr. Könnt auch trotzdem innerhalb der 6 Monate immer raus, ne? Kann sagen, Frau schwanger geworden. Daraus. Das geht dann jederzeit. Wenn ihr euch also beworben habt, ihr seid angekommen, ja, dann kriegt ihr einen Ort genannt, heimatnahe Vorsicht, heimatnahe Verwendung heißt deutschlandweit, weil Deutschland ist ja eure Heimat. Ne? Jeder, der mal beim Bund war oder sich beworben hat, der weiß, dass der Einplaner das genauso sieht. Und dann geht es auch schon los. Ne? Dann bekommt ihr irgendwann mal ein Briefchen. Hallo? Wer bin ich? Wohin soll ich? Und dann kann die Party losgehen. Da kriegt er also einen Brief, Standort drin, Kaserne für die Grundausbildung. Das ist auch so ziemlich der Brief, auf den ich mich gefreut habe, weil ich dachte mir, neben Selbstständigkeit, ein bisschen Leben auch so rumeiern, ihr kennt das, ein bisschen Warzone zocken, warum nicht Warzone in Real Life zocken? Und nachdem dieser Brief also kam und drin stand, wer wo wann wohin muss, war das so ein bisschen massiver Urlaub mit der Frau auf der meine Lieben. Und dann musste auch schon los und geht's das erste Mal zur Kaserne. In dem Fall waren mein Bruder und ich gleichzeitig stationiert in der Grundausbildung, also einberufen. Ne? Im selben Standort, selbe Kompanie, selber Zug, selbst alles, selbe Gruppe sogar. Und jetzt kommt das Beste, selbe Stube. Das hat natürlich Vorteile. Ne? Also ihr kommt da wie gesagt an. Dann seht ihr erstmal einen Zaun. Boah, Kaserne, Militär, heftig. Kennt man nur aus Filmen, ne? Oder von Papas Erzählungen damals oder von Opas Erzählungen, wer weiß. Dann geht das Ganze erstmal sehr gut organisiert los. Also gut organisiert kann man das nicht nennen. Das ist ein Haufen unorganisierter Scheiße, aber macht Spaß, ne? Weil warten, der Soldat macht nichts mehr lieber als warten und bezahlt werden. Dann wartet ihr also ein bisschen, ne? Dann wird euch alles ein bisschen gezeigt. Ja, eure Stube, euer Block, ne? Eure Kaserne. Ja, wo es was zu fressen gibt, wo ihr scheißen könnt und dann seid ihr da. Dann kriegt ihr irgendwann auch mal gezeigt, wie man stillsteht, ne? Wie man sich rührt. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Also diejenigen, die mal Bock haben, da hinzugehen oder vielleicht sogar den Wunsch haben, das zu machen, macht das ruhig. Ne? Das ist kein Hexenwerk. Das soll nicht so lange gehen, immer. 5-6 Stunden. Ja. Lernt ihr die Ausbildung ein bisschen kennen. Am Anfang ist auch sehr entspannt. Wobei ich ehrlich sagen muss, bei uns war das halt auch durchgehend sehr entspannt. Es kommt auch immer darauf an, wenn man ein bisschen reifer ist, mentaler oder ein bisschen älter ist oder vielleicht auch schon ein Studium hat, dann
wirkt man anders, also man wird auch anders wahrgenommen. Ne? Jetzt nicht, wenn man so ein Offizier-Heini werden will, aber wenn man einfach nur Mannschafter sein möchte, und dann hat auch Zeit, dann wird man anders wahrgenommen. Ja, habe ich so den Eindruck. Weil die Leute wissen, okay, da ist kein Volltrottel, der 17 ist, seinen Hauptschulabschluss gerade so geschafft hat. Nichts gegen diejenigen. Aber die wissen von der Außenwirkung. Ne? Ja, kommt ja gut klar mit den Ausbildern, mit den Vorgesetzten, mit den Kameraden. Ne? Dann macht er mal irgendwie ein, zwei Märsche mit. Kriegt mal ein bisschen die G36 gezeigt, ne, ballert mal ein bisschen rum, rennt er mal auf der Schießbahn, ne, rennt er dann mal rum und stellt fest, dass ihr unbeaufsichtigt ein ganzes Magazin, ne, scharfe Munition in der Tasche habt und fahrt euch dann, wenn ich jetzt ein Verrückter gewesen wäre, wäre Ende im Gelände gewesen. Das Ganze ist sehr unorganisiert, aber mehr dazu erzähle ich euch auch mal gerne in Ruhe, ne, bei vielleicht einer längeren Zigarre. Warum sind wir stehen geblieben? Also, ihr habt dann irgendwann mal geballert, ne? Macht ein paar Märsche mit, macht ein bisschen Formaldienst mit, werdet ein bisschen, ja klar, ein bisschen dumpfig gibt es immer, also ein bisschen sinnlose Sachen gibt es immer, weil ihr in einer Scheiße baut, aber das hatten wir wirklich sehr, sehr wenig, bis zu gar nicht. Dann macht ihr irgendwann mal, ne, den letzten großen Marsch mit, ne? Und dann geht es auf einmal auch schon in die Rekrutenbesichtigung. Zwischendurch werdet ihr dann noch einmal noch kurz, ne? Ist nochmal geloben, dann Gelöbnisfeierliche. Dann macht man dann mal ab der Hälfte kurz Mittagsschlaf, ne? Gibt man mal um. Können sich dann die Hälfte im Schatten entspannt. Schwört auf Vater dann und solche Sachen. Und ja, dann ist man bei der Rekrutenbesichtigung, wie gesagt. Da macht er dann mal 25 Kilometer, baut ein Zelt auf, macht ein paar Lagen, ne? Ballert ein paar Schuss Übungsmunition durch die Gegend und dann verpisst er euch wieder. Ballert noch ein bisschen mehr durch die Gegend, ne? Bis der Sperrbestand aufgehoben ist. Dann kommt er an, dann wartet er mal Gefreiter, befördert wird er dann, wartet er mal Gefreiter in der Bundeswehr. Ja. Danach geht es natürlich eine Woche Urlaub oder so, dann gibt es eine Stammeinheit. Ich war in dem Fall bei den Jägern in Schwarzenborn, im wunderschönen Hessen, ne? Liegt das, glaube ich. Ja, dann seid ihr mal, ne? 4 Stunden Autofahrt von zu Hause entfernt. Macht das ein paar Monate oder Wochen, ne? Und irgendwann dann entscheidet ihr euch zu verpissen, weil ihr habt alle Qualifikationen mitgenommen, alles gelernt, was ihr lernen wolltet und das war's. Und zum Thema Bundeswehr generell. Ich wollte nochmal einen Kollegen einladen, mit dem ich den Ausflug gemacht habe, auch ein Zigarrenraucher, leidenschaftlicher, froh ihn getroffen zu haben. Und dann mal gucken, was wir da so an Storys haben, weil wir haben ziemlich viel, das war jetzt nur Oberfläche, ne? Ist ziemlich viel Lustiges passiert, auch ziemlich viel Dämliches, aber das war eine entspannte Zeit. Ich würde jedem empfehlen, das sich mal anzugucken, der irgendwie Interesse hat. Schaut es euch einfach mal an. Ja. Gerade wenn ihr schon Abitur habt, Studium abgeschlossen habt oder sowas und ein bisschen Zeit habt, ein bisschen Kohle, ein bisschen Zeit habt, dann schaut es euch an. Ich bin zurück zur Selbstständigkeit gewechselt nach der Bundeswehr. Ihr müsst euch vorstellen, also selbstständige Leute. Es gibt immer das Hörensagen, entweder die einen sind pleite und erreichen nichts, ne? Hartz in Rom, oder werden Millionäre, ne? Oder gar Milliardäre. Das ist bei mir beides nicht der Fall. So ein Mittelding. Ich habe auch noch einen anderen Job angefangen. Weil ich bin ja ein bisschen mehr als für 6 Monate. Ich schulde euch ja noch ein paar mehr Monate als 6 Monate Erklärung. Ich habe einen neuen Job, ja, nebenbei. Weil Selbstständigkeit, das braucht immer viel Zeit und ihr braucht auch eine gewisse Sicherheit im Leben. Gerade wenn ihr jung seid, ne? Ja, wenn ihr eine Frau habt, die erfordert viel Zeit, ne? Liebe und Geld, im besten Fall. Und da müsst ihr halt irgendwie gucken, wie man das alles unter einen Hut bekommt und da macht er noch einen anderen Job. Aber ich bin zufrieden, ich habe 100% Homeoffice, ich kann mich echt entspannen, ich kann mich nicht beklagen. Ich verdiene gutes Geld dafür, was ich tue. Ja, das so zu dem, was. Kommen wir zu dem, was kommen soll. Ne? Geplant ist, ich wollte so einen kleinen Kickoff machen jetzt ins Jahr 2024. Geplant ist, so ein paar Sachen, so ein paar Videos mit anderen Leuten, ein bisschen was anderes reinbringen. Bisschen was von dem zeigen, was ich sonst so mache. Weil bis jetzt seht ihr mich wieder nur hier in der Bude, in der ich übrigens gar nicht mehr wohne. Ich wohne jetzt bei meiner Frau. Roomtour, den Kommentar gelesen übrigens, kann ich dementsprechend auch nicht machen, weil meine Frau kennt mich. Und hier ist halt nicht mehr als die Couch und schreibt schon ein Bett irgendwo, ne, in einem anderen Zimmer. Gibt es Interessantes zu sehen. Aber ich wollte ein paar mehr Lounge-Touren machen, ein bisschen wieder Videos mit musikalischen Unterlegungen. Und dann einfach mal gucken, ne. Vielleicht nochmal ein vernünftiges Projekt. Einen längeren Zigarr-Talk mit einer längeren Zigarre und ein, zwei Freunden, wie gesagt, und dann ein paar Info-Stories austauschen, auch über Zigarren quatschen wieder. Da ist ja immer noch ein Zigarren-Channel. Dass man dann wirklich mal guckt, was kann ich irgendwie
machen, um den Channel ein bisschen wieder zu beleben. Ne? Gibt schon ein paar Projekte, die auch geplant sind. Aber das ist so ein Wurm ganz nächstes Jahr. Also ein paar Videos mit Freunden, ne? Zigarrenrauchern, Gäste, Special Guests. Ich habe dort Studio und Brad Pitt gefragt, aber die beiden haben leider abgesagt. Deswegen wahrscheinlich Kollegen. Lernt da mal ein paar andere Decken kennen aus meinem Leben. Bisschen mehr musikalischer Content, ne? Wieder ein paar lustige Videos. Content-Füller nennt man die auch, ne? Aber die mache ich eigentlich am liebsten. Das ist halt sehr aufwendiges Schneiden, also man kann seine Cutting-Skills verbessern und man kann so ein bisschen die Atmosphäre besser begreiflich machen, als wenn jemand alle nur sitzt und gefilmt wird. Und für diejenigen, die es interessiert, wollte ich vielleicht sogar nochmal detailliert mit mehr Videomaterial, mehr Bildmaterial das eine oder andere Video machen über die Bundeswehr, wie das funktioniert. Gibt es tausende Videos draus, aber die sind mir alle zu spackig, ne? Alles Schmocks, alles richtige Schmocks, alles versteift, wie das wirklich ist. Ne? Und nicht irgendwie, bereitet euch so und so drauf vor, sondern ich kann euch aber genau sagen, was ich gemacht habe dafür. Ne? Das war jetzt nicht viel. Ne? Wie ihr da den harten Einstellungstest schafft und bla bla bla. Wie man sich sportlich fit hält. Ne? Also ihr wisst, ich bin Raucher. Ne? Eine Packung am Tag muss schon weggehen, plus Zigarren. Trotzdem habe ich es überlebt. Ne? Ja. So ein paar witzige Videos mit ein paar lustigen Storys und das war's. Jetzt wisst ihr, warum ich weg war. Jetzt wisst ihr, was dieses Jahr passieren wird. Jetzt wisst ihr alles, ne? Jetzt könnt ihr ein Buch schreiben, meine Autobiografie. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, eine noch angenehmere Woche, viel geileren Monat und wir sehen uns dann wieder, wenn was Neues kommt. Tempest to death.